Yo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Boom Beach. Ja, ich bin hier in Folge 30 und ich bin ja noch gar nicht Level 16 vom Hauptquartier. Was ist denn da los? Ja Leute, es ist einfach jetzt zeitlich noch nicht möglich gewesen, für mich so schnell jetzt das Hauptquartier zu updaten. Es tut mir leid, das wird wohl noch ein bisschen dauern und ja, ich wollte natürlich die Boom Beach Folge jetzt auch aufnehmen und nicht noch länger warten. Und ja, ich weiß nicht, ich bin da immer in so einem Zwiespalt. Soll ich jetzt noch warten, bis ich dann was Ordentliches zu zeigen habe, wie in dem Fall das Hauptquartier, was ich update? Oder soll ich direkt was aufnehmen und dann halt, dass ein bisschen öfter die Folgen kommen? Beziehungsweise, ja, wirklich ein bisschen öfter, weil ich ja zwischendurch immer Minecraft aufnehme und dann kommen die Boom Beach Folgen doch sehr selten. Im Endeffekt, ne? Und ja, da bin ich immer mir nicht so sicher, was ich da machen soll in letzter Zeit. Und deswegen habe ich mich jetzt einfach nochmal dazu entschieden, hier eine weitere Folge aufzunehmen. Allerdings möchte ich die nächste Folge dann wirklich erst machen, wenn ich Level 16 bin. Und das kann wohl noch eine ganze Weile dauern. Also, ich weiß es nicht. Zurzeit können wir mal gucken, wird es 1220 Diamanten kosten, das Ganze zu updaten. Ich werde wahrscheinlich jetzt schon darauf hinsparen, ab jetzt. Ich weiß es noch nicht, obwohl, ja, wie viel kostet es denn? Wir gucken einfach mal. Also es kostet 1,35 Millionen Holz. Dann haben wir hier 1,582 Lagerkapazität. Hier haben wir 1,562. Hier können, okay, 1 Million. Und hier 500.000. Okay, also wir müssten einfach nur unsere Lager füllen, beziehungsweise ich. Und dann würde die Kiste laufen, also da könnten wir schon ganz gut das Hauptquartier updaten. Ich denke mal, das mache ich dann auch so. Also ich werde jetzt einfach mal gucken, dass ich wirklich ein bisschen spare. Und dann wird das vielleicht doch noch was, ne, in diesem Quartal. Okay. Ja, als nächsten Punkt habe ich noch das mit den Siegespunkten, beziehungsweise mit den Dörfern, die ich verloren habe. Ich habe ja letzte Folge mich gefragt, warum ich immer die Dörfer verliere und ich glaube, es hat jetzt eine Antwort gegeben darauf, beziehungsweise ja, die habe ich mir einfach selber geben können, die Antwort. Und zwar darf ich die Dörfer nicht alle mit einmal zurückerobern, da habe ich es auch schon mir gedacht, sondern ich muss sie so sporadisch machen. Also ich muss jetzt zum Beispiel jeden Tag ein Dorf angreifen, was ich hier verloren habe. Zum Beispiel das hier greife ich jetzt an. Heute früh habe ich, glaube ich, den letzten Angriff gemacht, beziehungsweise gestern Abend. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall darf man die nicht zu oft machen, sonst verliert man die dann gleich alle wieder irgendwie. Finde ich auch ein bisschen komisch. Ich kann jetzt einfach mal hier erstmal erkunden, um zu gucken, was es ist. Und dann greifen wir das jetzt nochmal für die Folge an. Da haben wir auch wieder eine Truhe voll, die wir dann uns abholen können. Und dann kann ich das auch in den Titel schreiben. Genau. Und dann schießen wir erstmal hier die Dinger ab. Diese Pakete da. Oder was das sein soll. Aber ich habe jetzt gar nicht geguckt, welches Hauptquartier das ist. Also welches Level gucke ich immer mal ganz gerne eigentlich vor der Folge oder bevor dem Angriff. Und einen können wir noch. Da haben wir gleich hier die ganzen Einheiten zerstört. Und dann greifen wir hier mit Nahkampfleuten an. Genau. Beziehungsweise ja, so richtig Nahkampf ist es ja eigentlich auch nicht. Ich meine, die schießen ja doch schon. Aber es ist immer noch näher als diese Dinger hier. Die Bomben und Artillerie und so weiter. Ja, so, können wir da hinten hin. Ach du Scheiße, das geht ja schnell down. Ist wahrscheinlich auch nur ein Level 1er Raketenwerfer. So. Oh, das dauert aber ziemlich lange. Ich glaube, das war gar nicht mal so niedrig, das Level von dem Hauptquartier. So. Okay, wieder einen Siegespunkt gekriegt und damit hätten wir unsere Truhe unten wieder komplett. Ich glaube, ich habe noch keine Folge so genannt. Deswegen nenne ich diese Folge einfach mal so. Was nehmen wir denn mal? Ich glaube, das Eisen oder das Fragment. Ich würde das Eisen nehmen. Los. So, sind wir bei 77.000. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Und haben wir noch irgendwo Diamanten rumfliegen hier? Sind noch mal so Kisten. Ich übersehe die auch immer mal gerne, vor allem wenn die auf diesen Steinen stehen. Da gucke ich jetzt schon immer genau hin. Aber da scheint wohl gerade nicht zu sein. Und ja,
Ansonsten war das erstmal alles gewesen, was ich für heute vorhatte. Ja, man sieht wirklich, ich bin an so einem toten Punkt angekommen. Wir müssen einfach jetzt gucken, dass ich hier, oder ich muss gucken, dass ich das hier endlich mal hinkriege. Vor allem, wer gibt bitte 2400 Diamanten aus, dass es sofort geht? Alter. Guck mal, da können wir auch wieder einiges neu machen. Grenadier? Grenadier? Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Okay, Kanone, Raketenwerfer, Maschinengewehr, nicht schlecht. Oh, ein Landungsboot kann man auch wieder, nicht schlecht, das ist echt gut. Und Steinlocker, ich glaube, Steinlocker haben wir erst zwei, oder? Hier haben wir eins und hier hinten. Oh, das eine ist auch noch Level 8. Die Schatzkammer ist auch schon gut verschlossen. Ja, aber Holz und Gold haben wir ja zum Beispiel drei Lager und Eisen auch nur zwei. Ja, also ein drittes Steinlager kann nicht schaden dann. Wir kriegen also einiges an neuen Dingen. Ich hoffe mal, dass es, wie gesagt, in der nächsten Folge klappt. Wäre natürlich schön gewesen heute wegen der 30. Folge, dass es geklappt hätte, aber ich habe mir gedacht, komm, machst du noch mal eine, so eine Überbrückungsfolge, so eine Ankündigungsfolge und vielleicht kriege ich es ja bis nächste Woche hin. Also ich müsste jetzt eigentlich nur noch sparen und das sollte ich eigentlich schaffen in dem Raum. Ich wollte halt vorher irgendwie noch alles andere updaten, so, aber ich glaube nicht, dass das klappt. ja, zum jetzigen Stand, das ist einfach alles viel zu teuer und ich muss einfach auch vielleicht langsam mal mein Sägewerk updaten. Ach so, das geht ja auch schon längst. Lol, das habe ich auch noch gar nicht gemacht. Ja, mach mal dann, wenn das Hauptquartier besser ist, ne? So, hier, Steinbruch, sowas will ich natürlich dann auch alles updaten können. Das geht auch aus ab Level 16. Eisenbergwerk ginge jetzt auch noch, aha. Ja, aber das machen wir dann alles. Also Ressourcenproduktion geht dann auf jeden Fall auch wieder an. Und ich versuche mich dann auch noch weiter mit dem Bildhauer auseinanderzusetzen. Da habe ich auch schon lange nichts mehr gemacht. Ah, Statue zerlegen, kann ich gleich mal machen. Und dann machen wir nochmal einen Wächter. Genau. Dauert jetzt wieder eine Stunde für mich. Und ja, dann wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Ich bin mal gespannt, was raus wird. Und wenn alles klappt, sind wir dann schon Level 16 im Hauptquartier. Ja, in dem Sinne, tschüss.